Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Adobe Creative Labs. Wie ihr seht, möchte ich heute euch die Library, also die Bibliothek von Adobe Photoshop Lightroom 3 Beta vorstellen. Hier haben wir die Library, also die Bildbibliothek. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die einzelnen Elemente ein und erkläre sie ein wenig. So, hier haben wir einmal unsere Ansichten. Ich habe jetzt diese Rasteransicht ausgewählt, mit den Thumbnails, wo ich dann die einzelnen Fotos durchscrollen kann und so auswählen. Die Thumbnails kann ich vergrößern bis ins weniger nützliche und verkleinern. Wir haben hier eine Markierung, womit ich die flaggen kann, und eine Zahl, 94. Und können auch das Foto hier gleich direkt drehen, können es bewerten und können es per Doppelklick auswählen. Und mit dem Doppelklick kommen wir dann in die Loop View, also auf die Gesamtansicht dieses Fotos. Dann haben wir noch das Compare View. Über die Compare View können wir zwei Fotos miteinander vergleichen. Das heißt, wir stellen zwei identische, hört mal das, und das nächste Foto nebeneinander. Oder das und das. Dann die beiden kann ich jetzt vergleichen und würde jetzt sagen, die Person sieht anders aus, die Person aus, wenn ich jetzt zweimal das Bild hätte und vergleichen möchte, welches mir besser gefällt. So, dann haben wir als nächstes die Survey View. Das ist eine Großansicht von mehreren Fotos, nicht so wie Compare, sondern anders. Also etwas anders. Man kann durchscrollen, die Fotos auswählen und kann damit dann auch seine Fotos betrachten. So, als nächstes gehen wir mal auf unseren Navigator ein. Dann klicke ich mal Doppelklick auf das Bild, dann habe ich es wieder groß. Kann jetzt mit dem Plus, welches hier ist mit der Lupe, mit dem Plus, das im Navigator mit dem Maßstab 1 zu 2 vergrößern. Das ist genau um das Doppelte. Den Maßstab, wir vergrößern gerade mit 1 zu 1. Und hier kann ich dann den Maßstab 1 zu 2 einnehmen. Oder 11 zu 1. Oder 3 zu 1. Und kann da dann durchs Bild zoomen. Im Navigator. So wie im Bild. Dann haben wir hier die Fit View. Dann wird das ganze Foto angezeigt. Die Fill View, dann wird dieses Fenster, also dass kein Grau mehr da ist, ausgefüllt, wie ihr hier seht. Ja, das war es erstmal zum Navigator. Gehen wir weiter zu den Katalogen. Hier gibt es verschiedene Kataloge, die man anlegen kann. Zum Beispiel jetzt sagen Urlaubsfotos, normale Fotos, Waldfotos etc. Die kann ich anlegen und damit auch sortieren. So, jetzt haben wir Folders, die wirken ungefähr genauso. Das sind jetzt die Importierfolders, wo wir die Fotos her haben. Da können wir jetzt einen neuen Folder auswählen und können die Fotos dazu importieren. Dann klicken wir einfach hier Create a New Folder, Add Folder. Kann jetzt meinen eigenen Bilderordner importieren, was ich bereits getan habe. Das macht er standardmäßig. Und dann haben wir hier Collections. Bei den Collections sehe ich auch sowas ähnliches wie Kataloge, nur ein bisschen anders. Die sind anders sortiert. Die kann ich zum Beispiel Keywords zu Fotos hinzufügen. Das haben wir hier. Keywords List. Und Keywords hinzufügen. Dann sind zum Beispiel die 5-Star Rated, Recently Modified, also kürzlich bearbeitet und ohne Keywords. Das kann ich dann alles auswählen. Das ist dann die Publish Service, die gefallen mir sehr. Hier habe ich eingestellt, dass ich in meinen Hard Drive, also meine Festplatte, publiziere. Damit kann ich die Fotos direkt über den Export-Button zu meinem Dropbox-Ordner, wie ihr hier seht. Ja, wie ihr hier seht, direkt zu meinem Dropbox-Ordner exportieren und hochladen. Natürlich kann ich auch noch mit Flickr was machen. Wahrscheinlich wird in der Release-Version noch einiges anderes sein, weil im Moment ist nur Flickr und Hard Drive vorhanden. Ich hoffe ja auf TwitPic oder ähnliches.
So, dann gehen wir weiter hier rechts. Haben wir einmal die Scrollbar, weil hier was zu scrollen gibt. Dann erstmal das klein. Und haben wir am Anfang unser Histogramm. Das Histogramm zeigt die Farben ein wenig an, wie ihr hier seht. Das braucht man ein bisschen zum Laden. Und ich kann mit dem Histogramm im Develop-Modus auch das Bild verändern, den Farbton verändern oder ähnliches. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. So, hier haben wir Quick Develop. Da gehe ich auch im nächsten Video drauf ein, weil das werde ich im Develop-Modus erklären. Da der Develop-Modus ist ungefähr der Bearbeitungsmodus für schnelle Bearbeitung außerhalb von Photoshop. Dann hier das Keywording. Dort kann ich einem Bild ein Keyword hinzufügen. Sag ich jetzt mal Blume, Rosa, Urlaub. Und habe diese Keywords hinzugefügt. Und da kann ich, wie gesagt, in den Collections nach Keywords eine Kollektion erstellen. Über Create Collection, dann Z, Smart Collection, kann den Namen geben und kann dann die Keywords da hinzufügen. Welche Keyword, Fotos mit welchen Keywords hinzugefügt werden sollen. So, haben wir hier die Keywords List, welche Keywords wir dazu geben können, welche Wörter, welche Keywords wir bereits zu irgendwelchen Fotos hinzugefügt haben, etc. Kann ich hier wieder ein Keyword Tag, das heißt, das ist für schnelles Keywording, wie ihr seht, Keyword Set und Keyword Suggestion, kann ich dann Keyword Tags hinzufügen. Wir haben hier die Metadata. Die Metadata sind die Daten, die vom Foto, beziehungsweise vom Fotoapparat, von der Digitalkamera, von der Spiegelreflexkamera etc. ausgelesen werden, wann es aufgenommen wurde, wie es heißt, was für ein ISO, was für ein Blitz, womit wir es gemacht haben. Mit einer Nikon Coolpix L3 wurde dieses Foto gemacht. Können dies natürlich nicht editieren, kann mir aber anschauen, welche Fotos mit diesem ISO-Rate gemacht wurden, dieses Label haben, diesen Copy-Name haben oder von in welchem Ordner, Entschuldigung, nicht in welchem Claudia, sind. Lass mal draufklicken und dann sehe ich alle, die in dem Ordner Claudia sind. Hier unten in der Leiste. Und im Folders-Reiter wird der Folder, der Ordner aufgeklappt. So, und dann zu guter Letzt haben wir die Comments, die im Moment noch nicht aktiv sind, da es sich noch in der Beta befindet und die Comments über Flickr auch hinzugefügt werden können und die angezeigt werden können. Jo, das war es erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Arvid.